Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. In der Winterreise sind es die Tränen, die den Schnee zum Schmelzen bringen und dieser geschmolzene Schnee dann das Bächlein formiert. Bei der Müllerin ist das Wasser mit dem Bächlein, wird es dort thematisiert, das vom Meer aufgesogen wird und dann quasi den Sog nach unten die Todessehnsucht stilisiert. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter. Durchziehen, muntre Straßen ein und aus. Fühlst du meine Tränen glühen? Da ist meine liebste Nacht. Ja. Und so brach er denn hervor. Die Frauen stützten sich gerade im Nebenzimmer an den Schreibtisch, um ein wenig zu verschnaufen. Er wechselte viermal die Richtung des Laufes. Er wusste wirklich nicht, was er zuerst halten sollte. Da sah er, der an der im Übrigen schon leeren Wand auffallend das Bild der in lauter Pelzwerk gekleideten Dame hängen, kroch eilends hinauf und presste sich an das Glas. Yeah.
eine Brieftaub in meinem Sold, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort, bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten Haus. Sie zum Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und Schritt, gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt die ihren mit. Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Träne selbst geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht, gar eifrig dient sie mir, gar eifrig dient.